Nach dem Dr. Rhythm war meine zweite Drum Machine gleich die Roland TR-808. Und ob die TR-8 da mithalten kann, das erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk. Angecheckt und gleich checke ich für euch zusammen mit Mogulator die Roland TR-8 an. Hallo Mogulator. Hi. Hey, da ist sie endlich, die TR-8. Und meine habe ich tatsächlich gekauft. Ja, das ist aber cool. Ne, gekauft und nicht vom Vertrieb oder vom Handel zum Test geschickt bekommen, sondern ich wollte das Ding wirklich haben und habe lange warten müssen. Aber ich habe dann jetzt eine B-Stock für ein paar Euro weniger erstanden und muss sagen, dass ich habe keinen Mangel hier gefunden. Also B-Stock scheint mir einfach ein Gerät zu sein, was vom Versandhandel zurückgeschickt worden ist. Das Ding ist makellos. Und eins kann ich gleich sagen, das Ding macht auch richtig Spaß. Und ich glaube, da stimmst du mir zu. Ja, das passt. Das passt, ne? Gut, wollen wir uns mal ein bisschen näher mit der Maschine beschäftigen. Also ich fange mal an, ein paar Sachen zu erklären und dann kannst du vielleicht übernehmen. Also im Prinzip kann das Ding Schlagzeug, Drum Programming, ne? Und dabei bleibt es dann auch, ne? Auch schon mal genau, ganz wichtig. Das ist eine ganz, ganz normale Drummaschine mit dem Lauflichtprinzip. Genau. Und man kann auch in Echtzeit einspielen. Das war bei der Original 808 noch ein bisschen anders. Da hatte man so einen einzelnen kleinen Taster. Da stand Tab dran und da wurde dann das echtzeitmäßige pro Instrument ausgewählt. Man muss also vorher so einen Knopf nehmen und auf Space stellen und dann den Rhythmus so einklopfen. Hier kann man das einfach auf den Pads machen. Mhm. Oder eben halt das berühmte Lauflichtsystem, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt die Bassdrum und die soll folgendes Muster machen oder genau, spielen. Ich habe jetzt hier schon mal so ein straighten Beat drin. Sieht man, Bassdrum ist ausgewählt. Und ganz super, man kann jetzt hier einfach die Instrumente wechseln, durchsteppen. Das macht alles komplett Sinn. Hier, Closed Hi-Hat, Open Hi-Hat, die Claps, Rimshot, Hand Clap und so weiter. Und kann dann hier einfach reindrücken und dann geht das ab. Oh, super simpel, versteht das jeder sofort. Was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass sie halt überhaupt beleuchtet sind. Man sieht sofort, was los ist, wo man ist. Allerdings, man sieht es, glaube ich, in unserer Übertragung auch. Ja, über Skype, dass, genau. Die sehr beleuchtet sind, sehr, sehr hell. Wenn man so quasi davor sitzt, so wie ich jetzt, dann, sag ich mal, brennt einem das nicht die Retina weg. Aber wenn man so mit dem Kopf wirklich drüber ist, ist das wirklich sehr, sehr hell. Generell über die Maschine sagen muss man, dass alles, was hier eingestellt wird, also vor allen Dingen die Lautstärken, die sind ja sofort hier zu erkennen, die werden so genommen, wie sie da sind. Es gibt also keinen, in dem Sinne, Speicher oder sowas, sondern die werden einfach so abgenommen, wie sie hier eingestellt sind. Das gilt auf jeden Fall für die Lautstärken und alle Sachen, die hier sind. Mhm. Nicht allerdings für die Effekte, da gibt es Speicher für. Und das macht natürlich die Sache auch sofort relativ, es macht sie intuitiv, denn immer, alles ist immer tatsächlich auch so, wie es vor mir dargestellt ist. Ne? Also hier, wenn die runtergedreht ist, ist sie auch wirklich weg und. Und das hat man natürlich dann, wenn das im Prinzip gespeicherte Werte sind, oft nicht. Da muss man oft erstmal mit dem Fader über den gespeicherten Weg fahren, bevor der dann neu abgegriffen wird. Das macht sicherlich auch eine der wichtigen Sachen hier bei der TR-8 aus, die es ermöglicht, dass man hier wirklich mit ganz, ganz wenig Anlaufzeit, wir haben ja vor wenigen Wochen erst von Analog, den Analog Rhythm von Electron getestet und da hatte ich doch Schwierigkeiten, André hat auch eine halbe Stunde gebraucht, da überhaupt mal den ersten Beat einzugeben. Da kann man natürlich viel, viel, viel mehr machen. Aber es dauert auch, bis man sich da eingearbeitet hat. Das ist hier, das kann ich jedem da draußen versprechen, nicht der Fall. Auspacken, anschließen und Musik machen, das funktioniert mit diesem Gerät tatsächlich.
Ja, das kann man sagen. Wobei ich finde jetzt die Analog Rhythm nicht so schlecht. Die heißt wirklich Rhythm. Rhythm, alles klar, jetzt haben wir es, ja. Hier bei der Maschine ist es halt sehr hands-on und so ist es auch gemeint. Und so wird sie ja faktisch auch beworben, dass es halt eine Performance-Kiste ist. Das merkt man an vielen Stellen. Es gibt ja eigentlich sehr wenig Knöpfe, Taster oder so. Alles ist so, wie man sich es halt vorstellt. Übrigens, diese Beleuchtung hier, die zeigt tatsächlich auch was an. Also wenn man hier Mutes macht, hier ist der Mute-Taster. Man muss nicht so vorgehen, aber man kann. Und dann kann man diese Instrumente quasi ausschalten, indem man eben einfach hier auf diese Tasten dann drückt, um die rauszunehmen. Es gibt auch verschiedene Modi, wie man die betreibt. Das sind im Wesentlichen diese vier Taster. Und nochmal für diese beiden, um die Instrumente zusammenzustellen. Deswegen gibt es hier Kit und Instrument. Vielleicht sollten wir da gleich einfach mal weitermachen, weil es relativ einfach ist. Man hat pro Instrument meistens drei oder zwei Auswahlmöglichkeiten. Das bedeutet ein TR-808Z und nochmal ein TR-808Z und eine TR-909, die sich auch, wenn man so will, zumindest gleichwertig eine 909. Das ist auch der Grund, warum dieses Layout so ist, denn vier Knöpfe hat ja hier die 909, die 808 hat ja etwas weniger Möglichkeiten der Soundmanipulation, aber die sind alle belegt. Und Roland hat ja angekündigt, dass irgendwann mal sich das hier so langsam füllt. Und das Konzept ist so, dass man halt hier ein Instrument wählt und dann etwas, was hierzu passt, auswählen kann. Das heißt also, wenn ich hier zum Beispiel bei der Originalmaschine habe ich ja bei den Toms alternativ Congas und solche Sachen. Genau. Das kann man hier so ähnlich sind. Es sind ja 11 Instrumente, sodass halt nicht alle hier drauf passen. So muss man sie da reinstecken in den Slot, wo sie vorgesehen sind. Das heißt also, ich kann nicht hier zum Beispiel Hi-Hats drauflegen oder so. So läuft das hier durch. Das heißt, also man ist ein bisschen angewiesen darauf, wie Roland das vorbereitet hat. Aber sonst passen hier ja eine ganze Menge Sounds noch drauf, 16 mal 11. Ne? Dann hat man schon, man könnte also die 707 und ähnliche auch noch drauf, CR78 und so rein theoretisch erwarten, dass Genau. die auch noch drauf kommen. Jetzt kommen, sind wir, wo wir jetzt schon mal Modulator schon bei der Klangerzeugung sind, müssen wir sagen, es handelt sich hier um Modeling. Und man hat sich ganz, ganz viel Mühe gegeben, eben diese 808, 909 Sounds zu modeln. Das ist keine analoge Drum Machine. Das ist von der Tonerzeugung alles ganz, ganz modern. Stark, stark angelehnt an diese beiden Roland Erfolgsmodelle. Aber da bin ich jetzt auch schon beim ersten Punkt, wo ich sagen muss, da war ich ein klein bisschen enttäuscht, denn soundmäßig klingt die Maschine klingt gut, aber den brutalen Druck von der analogen 808, den vermisse ich hier ein klein bisschen. Also es ist sicherlich ein schöner, fetter Sound, aber wenn man das jetzt nochmal auch, ich habe das hier gemacht, AB mal mit der Analog Rhythm vergleicht, hat die doch, sagen wir mal, im Bassbereich und im ganzen Sound doch deutlich mehr Schub. Allerdings, das relativiert sich wahrscheinlich, wenn man diese Geräte in ein DAW-Setup einbindet. Da muss man ja sowieso auch die Analog-Rhythmen digital wandeln und dann befürchte ich, dass die Unterschiede dann kleiner werden. Also die Wandler spielen heute eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr. Also seitdem es 16 bis 20 Bit Wandler gibt, ist das meistens das seltenste Problem. Da gibt es eher andere Gründe für. Aber es ist richtig, das sind aber keine Samples, es ist schon Modeling. Modeling, ne? Ganz egal, wie sie es denn wirklich gemacht haben, intern, denn darüber werden wir wahrscheinlich nie richtige Etwas Informationen. erfahren, genau. Ich kann ja mal Modulator mal hier die Bassdrum mal anspielen. So. Und hier mal ein bisschen, dass man mal so ein bisschen hört. Und lustigerweise ist ja Attack, muss ich nach hier drehen, damit es kürzer wird.
Ich weiß gar nicht, ob das an der 808 so ähnlich war. Wobei dann Decay tatsächlich hier länger wird. Und dann hat man hier noch einen Kompressor drin. Ich habe festgestellt bei meinen Tests, dass ich den Sound besser finde, wenn der ausgedreht ist. Das ist mir jetzt so aufgefallen. Es gibt noch, es gibt ja gerade für die 808 zwei Sets. Eine Bass, gerade die Bassdrum ist bei dem anderen Set etwas länger. Hm. Also sag mal, wenn ich auf Hip-Hop und also Sachen, wo die Bassdrum einfach länger sein soll, gehen möchte, dann wechsle ich halt die Bassdrum als Sound hier aus. Okay. Kann dann, sag ich mal, immer noch mit dem Decay das Ganze länger machen. Also das ist schon immer noch der gleiche Knopf. Wie gesagt, die sind nicht identisch mit der 808, sondern also es ist ja ein Versuch, alle Maschinen sozusagen hier reinzupressen. Deswegen sind es auch etwas andere Bezeichnungen manchmal, aber wer die Maschinen kennt, wird sofort sehen, was hier was ist. Genau, bekannter 808 ja auch weniger Dinge hat. Und ja, ich denke mal, man muss es ausprobieren. Das Wichtigste wäre jetzt eigentlich, eine echte 808 und eine echte 909 daneben zu stellen und dann einfach zu gucken, wie die so klingen und wie die sich verhalten. Und vielleicht noch eine 808, die dann wieder anders ist als die andere 808. Das wäre eigentlich das Fairste und Richtigste, das so zu machen. Mhm. Das haben wir ja leider aus Mangel an Equipment nicht. Oh, aus Equipmentmangel. Hier bei der Snare habe ich den klassischen Parameter Snappy, ne? Ja, genau. Genau. Dann gibt es auch, was gibt es sonst noch für Besonderheiten? Was auch noch kultig ist, ist ja eigentlich auch hier die Cowbell, ne? Was? Wir brauchen mehr Cowbell. Ja, eigentlich sind die ganzen Instrumente so, wie man sich sie vorstellt, aber die Cowbell zum Beispiel kann man ja auch tunen, was man an der Originalmaschine nicht kann. Ne? Genau, wenn du da dran drehst, kannst du direkt hier auf Tune, kannst du die Maschine direkt. Genau. Und das ist doch das, also dieser Sound, ne, das ist doch eigentlich so ein Klassiker. Wenn man den irgendwo auf einer Platte hört, weiß man, hey, das ist eine 808. Ne? Absolut. Aber und die Claps eigentlich auch. Wenn man, was man also nicht kann, das sollte man vielleicht auch sagen, man kann jetzt keine Melodien spielen. Also es gibt ja Stücke, wo diese Cowbell quasi für Melodien eingesetzt, dann ist das auf jeden Fall ein Sample und kein Original mehr. Und hier an der Maschine kann man am Knopf drehen, aber man kann es nicht aufzeichnen. Es gibt nämlich keine Automation für diese Knopfbewegungen, sondern die sind so, wie sie sind. Also sie werden einfach so abgegriffen. In dem Sinne verhält sich die Maschine analog, wie soll ich sagen, eben ohne Speicher. Und vielleicht sollten wir noch ein paar ganz grundsätzliche Sachen sagen über die Maschine selber, nämlich wie das hier läuft mit den Patterns. Also erstmal, dass man natürlich hier seinen Rhythmus zusammenbauen kann, Bassdrum drücken und dann halt die Sachen drücken, die man haben will. Sowas. So, und das ist jetzt B. Ja, das blendet wahrscheinlich ganz furchtbar alles im Moment. So. Ja, naja, wir können damit leben. Also ich halte jetzt hier auch mal mit B. Ich jetzt hier, ach, sag, Entschuldigung. Jo. Nee, nee, nee. Und dann kann man A und B und man kann beide drücken und dann alterniert das, ne? Genau darum geht es, dass es also die höchste Auflösung sind so mit zwei Durchläufe und das bedeutet 32 Steps. Genau, und ganz einfach lässt sich auch der Notenwert ändern über Scale. Sodass ich da im Prinzip zusammen mit der Last-Step-Funktion jeden beliebigen Rhythmus auch programmieren fast kann. Denn wir haben ja schon eine ziemliche Vierviertel, also nicht eine Vierviertel-Denkweise, aber wir können nicht alles machen. Durch die Verkürzung können wir natürlich auch andere Beats machen, aber es gibt vor allen Dingen auch noch ein Shuffle. Das will ich mal bei dir zeigen, das sieht man ja den Shuffle würde ich gerne mal anschmeißen jetzt. Oh, warte mal, da muss ich jetzt mal ein anderes Pattern auswählen. Ne? Skalier es einfach wieder runter. Ja.
Warte mal. Na, wo war's denn? Ach, ich hab ja nur auf A was. Sorry. Das hat der Kollege André eben programmiert. Okay. Komisch hier, wie der Shuffle hier funktioniert. Hört mal. Das ist schön extrem, weil jetzt durch den kleinen Notenwert ist das wahrscheinlich jetzt passiert, ne? Jetzt mal eine andere Scale suchen. Und am besten suche ich einfach mal ein anderes Pattern. Na, das hört sich doch schon mal besser an, oder? Ja. Und jetzt mache ich den Shuffle rein. Ja, funktioniert irgendwie. Hatte ich auch bei der Analog Rhythm mein Problem mit dem Swing-Faktor da. In den kleineren Bereichen klang das irgendwie noch ganz gut und hat das ein bisschen aufgelockert. Aber in den höheren Werten wurde das auch schon sehr, sehr komisch. Naja, sagen wir mal, 50-60% ist ja das, was, sag ich mal, man benutzt, um einen klassischen Rhythmus noch so zu machen. Aber wenn es in Richtung Dubstep geht, übertreibt man den Shuffle sogar gerne. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie du es einspielst. Aber das ist auf der Maschine hier jetzt nicht total anders, sondern eigentlich sehr ähnlich. Was ich ganz gut finde, ist, dass es einen Feintune-Knopf gibt. Feineinstellung, dass man hier die Nachkommastellen auch noch einstellen kann und man kann es eintappen. Genau. Das ist neu für, also aus Sicht der alten Maschinen. Der Vergleich wäre ja, es gibt ja auch analoge Gegenspieler, das ist die Yocto zum Beispiel oder die Miami von Acid Lab. Also wenn man eine 808 haben möchte, die analoge Klangerzeugung hat. Und bei der 909 würde ich sagen, es gibt einen Klon, der aber ein Bausatz ist. Weiß ich nicht, ob wir den mitzählen sollen dürfen. Und dann gibt es halt noch die X-Base. Die wäre dann so noch am nächsten dran. Die X-Base 9 zum Beispiel. Und die hat durchaus auch so diesen 909-Sound. Und die hat zum Beispiel ja auch wieder die Automation. Und das ist dann wieder so ein Abwägen. Aber man könnte, wenn man möchte, auch analog arbeiten. Sollen wir weitergehen? Ja, klar. Nee, also was ich noch, bevor wir jetzt weitergehen, noch mal ganz kurz ansprechen möchte, bevor wir es nachher vergessen ist. Wir haben hier ein Plastikgehäuse, ne? Das ist relativ leicht, macht aber jetzt keinen billigen Eindruck. Und sonst muss ich sagen, Fader fühlen sich super an. Die Drehregler, auch der Abstand dazwischen ist ausreichend. Und eine Sache, bei der ich am Anfang ein bisschen Probleme hatte oder glaubte Probleme zu haben, sind die etwas schwammigen, so radiergummiartigen Taster, haben sich aber in der Praxis ganz gut bewährt. Ich zeige das jetzt mal. Lassen sich sehr genau und präzise dann doch benutzen. Und also kein Problem. Dann haben wir Output-mäßig. Ich habe jetzt hier direkt, bin ich hier direkt im Stereo-Output drin. Ich glaube, wir sind insgesamt dann, korrigiere mich, 4 analoge Outputs. Bei den Einzelausgängen ist ja hinten ein USB-Port. Und so kann man dann alle 11 Instrumente als Audio-Kanal im Rechner sehen. Und selbst wenn man jetzt analog sonst arbeitet, aber viele haben ja oder sparen sich dann gerne ein Audio-Interface. Und vor allen Dingen kann man die Effekte dann auch vernünftig verteilen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Genau, du brauchst ja schon ein Audio-Interface mit 10, 11, 12 Inputs, um das alles. Ganz genau, das ist nämlich eigentlich auch das, dass man so eine Maschine wie eine 808 oder 909 oder 707 oder was auch immer, die haben zwar jede Menge Einzelausgänge, analoge, aber die muss man dann auch wirklich haben und dann ist das gut. Ja. Und heute hat man vielleicht nur noch 16 Eingangskanäle. Es oder gibt ja halt zwei. Und ja. Dann hat man halt doch ein Problem.
Ansonsten MIDI Through fehlt leider, aber MIDI gibt's. Mhm. Aber ich denke, hier ist wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Also das sollte so verstanden werden, dass ich das gut und schlecht gleichzeitig finde. Also MIDI-Trio gehört für mich eigentlich immer noch dran. Gerade wenn man damit jammen will, damit man durchschleifen kann, verstehe ich nicht, wieso man das... Ja, und das kostet ja nun wirklich nichts, ne? Wahrscheinlich. Gerade in mal die der Masse möge es so sein, aber das interessiert mich als User doch nicht. Und deswegen, also das würde ich monieren, aber diese USB-Geschichte finde ich gut. Bei den Einzelausgängen könnte man, wenn man klassisch analog arbeiten will, ein bisschen knapp werden, weil ja, es eben letztendlich vier Ausgänge gibt, wovon ja zwei schon der Hauptausgang sind. Eingänge gibt es auch, die dann hier über hier diese oben, ja. Sektion hier oben rechts, kann man bei dir zeigen, genau, reinkommen, ist allerdings nur ein Ducking. Also ich hätte gedacht, man könnte damit zum Beispiel sowas machen wie, ich nehme mir einen guten alten Juno 60 oder sowas, stecke den da hinten rein und nehmen dann, sagen wir mal, die Bassdrum als Dings und oder, also sie hat ja auch eine eigene Spur, das ist da, das sollte man vielleicht erklären, wenn man hier drückt, genau, dass dann diese Dinge überall, wo Step steht, hier oben dort, auch, genau, für die Effekte jeweils, aber eben auch für den External In, genau. Da gibt es diese Step-Tasten und da kann ich hier entsprechend Steps setzen. Das kann man bei dir besser sehen. Das kannst du. Ich kann ja mal zum Beispiel einen Akzent machen. Mal ein bisschen mehr hier. Da hört man es jetzt, ne? Auf der Snare. So. Und hier haben wir etwas, was ich an der Maschine gut finde, wirklich gut, dass das eben auch mit den Effekten geht. Das Delay zum Beispiel kann man so einstellen, wie man es jetzt in dem Moment haben will. Es gibt aber auch 8, wie soll ich sagen, Zwischenspeicher, die man eben aufrufen kann und sagen kann, jetzt möchte ich bitte den, jetzt möchte ich bitte den. Ich mache auf Step 1 ein. Das Wichtigste. Langen, fetten. Und auf den 9 hier. So, dass du da an bestimmte Stellen den Reverb setzen kannst. Ich höre ihn im Moment nicht. Ich höre ihn im Moment auch nicht, aber was mache ich? Gate habe ich runtergedreht. Ah, jetzt. Jo. Ja, ist es nämlich so, dass er im Moment auf dem, also wenn ich ihn jetzt einfach über Step anwähle und hier drauflege, dann habe ich den sozusagen auf allen Instrumenten. Ich kann mir aber auch ein Instrument aussuchen und sagen, ich möchte zum Beispiel nur auf die Hi-Hats einen Hall haben oder so. Mhm. Der Hall ist ziemlich künstlich. Also ich würde sagen, es ist eher, da möchte ich ein bisschen scheppern haben. oder ich möchte, was ich gut finde an unnatürlichem Hallgrad bei Drums, dass man im Zusammenhang mit dem Gate-Regler so einen Schub von unten, der so ein bisschen eher wie so ein komisches, kaputtes Distortion klingt und so ein bisschen in den nächsten Step mit rein blutet, also das kann man rhythmisch und groove-technisch sehr gut ausnutzen. Also vergessen wir das Wort Hall und nennen es so ein Waschküchen-Dingsi. kann man aber, und das finde ich wichtig, dass man es auch pro Instrument setzen kann. Das ist nämlich meines Wissens in dieser Anleitung, die an einen Falkplan erinnert, so aussieht, schwer zu finden. Ah ja. Glaube ich gar nicht zu lesen. Das ist so ein kleiner, kann man aber in diversen YouTube-Berichten sehen, wie man da, wo man hier drücken muss. Sei nur kurz erwähnt, dass man es pro Instrument oder pro für alles zusammen machen kann. Das gilt also für Delay auch, ne? Für den Hall. Hm.
wo wir jetzt schon bei den Effekten sind, Mogulator, müssen wir wohl über Scatter sprechen, ne? Hier, ja, dieser Scatter-Schalter. Ja. Scatter ist auch nicht automatisierbar. Es ist auch ein Performance-Effekt. Vielleicht sollte man noch kurz sagen, was Scatter ist, obwohl ganz viel darüber gesagt worden ist und bestimmt einige der Zuhörer auch schon internationale Videos aus 1000 Ländern gesehen haben könnten. So sei doch gesagt, das ist so eine, sag ich mal, so eine Mischung aus so einem Granulareffekt, nimmt das, was gerade kommt, auf und spielt es entweder vorwärts oder rückwärts ab. Ist im Prinzip ein Variationsinstrument mit, wie viel sind es, 10 Variationen? Genau, also ich wähle hier einmal die Variation aus mit dem Drehregler, drücke dann Depth und kann dann die Stärke des Effektes wählen und den dann hier an- und ausschalten. Oh. Mach, dann probieren noch. Aber lässt sich sehr gut in Time hier mit dem On-Schalter rein und rausdrücken. Das funktioniert ja sehr gut. Vor allem ist es auch ganz interessant, das sozusagen tatsächlich als Performance zu begreifen, sodass man das auch währenddessen umstellt, während man ganz einfach an der Maschine rumspielt. Hört sich ja schwer Mogulator nach Sexual Healing an, das Pattern. Ach, das ist irgendein Preset, das habe ich habe einfach nur was aufgerufen. Ah, Presets, da kommen wir auf. Ah, jetzt zum Ende kommt er noch drauf. Wir müssen jetzt auch mal ein paar Sachen ansprechen, die uns nicht so gefallen haben. Ne? Eins davon ist, das sind 16 Schritte und ich habe tatsächlich, wenn ich hier meine Pattern-Auswahl habe, tatsächlich nur 16. Bist du sicher nicht 32 durch A und B vielleicht? Durch A und B. Nur wenn ich die zusammenschalte. Dann ist Feierabend, ja, stimmt. Pattern. Und das ist super knapp. Hallo, super knapp. Das kann in der heutigen Zeit mit RAM kostet fast nichts, echt kein Problem sein, da noch ein paar Bänke mehr zu tun. Reinzutun, selbst wenn man hier irgendwo noch einen Knopf befestigen müsste, wo irgendwie Bank Select oder so. Eigentlich bräuchte man hier nur einen Taster, dass man vorher sagt Bank 1 bis 16 und dann davon nochmal 16. Dann hätte man schon mal 64 Dinger mit A, B jeweils und dann hätte man schon ein bisschen mehr. Und heute üblich vielleicht haben ja die Designer da zurückgeschreckt, weil sie gesagt haben, Mann, wir wollen wirklich so viel wie möglich direkt anwählbar haben und keine Modi, was mich bei der Rhythm ja so ein bisschen geschreckt hat. Ich war dann immer im falschen Modus und irgendwas ging dann wieder nicht mehr so wie vorher. Das ist wahrscheinlich auch diesem Prinzip ein bisschen geschuldet, ne? Dass man gesagt hat, okay, da brauchen wir wieder noch einen Schalter. Ne? Aber naja, ich gebe dir recht, bei der Menge der Pattern wäre das durchaus, also 16 ist wirklich zu knapp, Roland. Deutlich. Ne? Ja, so Roland. Das wollen wir haben hier. Mhm. So, ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch, Mogulator. Es gibt noch ein paar Details, aber ich glaube, das Wichtigste ist erklärt. Naja, es gibt noch so Variationen und das, was Sie Roll nennen. Genau, hier unten die ganze Nummer, genau. Die es auch an dem Original gibt, ne? Es gibt ja auch hier, im Original gibt es das nicht. Im Original gibt es Fill-Ins. Das sind einfach noch mehr Patterns, die farblich abgehoben sind, wo man dann wie bei Fat Gadget so ein und irgendwann alle vier Takte mal reinhauen kann. Das gibt es hier so gar nicht. Aber man kann Chainplay machen, was ich wiederum cool finde, was die Originalmaschine nicht kann. Dass man sagen kann, wenn ich jetzt hier Pattern Select mache, kann ich hier sagen, ich möchte diese Reihe auswählen oder ich möchte die Reihe auswählen und die werden dann nacheinander einfach gespielt. Das wird jetzt zwar keinen großen Sinn haben, aber es passiert. Das macht aber die Originalmaschine auch, ne? Nur da musst du die Pattern live umschalten und dann merkt er sich das. Du hast einen Compose-Modus in der 808. Es ist jetzt natürlich unterschiedlich. Das hat sich so leicht fortbewegt über die
über die Generation, bei der 707 ist das schon fast so, wie es heute auch noch ist. Okay. Bei der 808 hat man halt noch ein bisschen First Part und Second Part. Man hat also dadurch eigentlich 64 Steps gehabt. Das hat man hier leider nicht mehr. Also in der Hinsicht ist man eher runtergegangen, was die Möglichkeiten angeht. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde, dass man das nicht mitgenommen hat, weil ein Speicherproblem kann man doch eher nicht gehabt haben. Nee, glaube ich nicht. Aber verschiedene Modi gibt es schon. Also es gibt auch diesen Live-Anzeigemodus, in dem man zum Beispiel aufnehmen kann, beziehungsweise den entsprechenden Gegenspieler, wenn man live spielen möchte. Ja. Das ist also das Instant Play und Instant Record hier. Genau, damit man mal eben, und das konnte man übrigens auf der 808 auch nicht spielen. Gar nicht. Auf der 909 allerdings schon. Die hatte ja so Schreibmaschinentasten, da ging das. Wurde auch von einigen tollen Acts so mit dem Handrücken bei Prodigy zum Beispiel oder Leuten aus Detroit, da gibt es auch so ein paar, die das gemacht haben. Und das hat, wenn man es gut konnte, auch eine echte tolle Note. Und ich glaube, so denkt die Maschine oder so ist die Maschine auch. Da steht es ja auch, Rhythm Performer. So, jetzt kommen wir mal zum Ende, Mogulator. Wenn du dir jetzt eine Bewertung ausdenken musst, beziehungsweise von mir gefordert wirst. Und so mal das Gesamtpaket. Wir haben ja noch gar nicht über Preis gesprochen. Also ich habe das Gerät hier für unter 500 Euro gekauft. Da muss ich sagen, das finde ich ein fairer Preis für das, was es bietet. Was mir eventuell nicht so hundertprozentig gefällt, ist der Sound. Aber auch den wieder in Relation zum Preis gesehen, ist er gut. Ich hätte lieber noch mal 500 Euro draufgelegt und einen fetteren Sound bekommen, vielleicht sogar richtig analog. Aber sonst muss ich sagen, auf meinem persönlichen Musometer kann ich der TR8 von Roland 4 von 5 Punkten auf jeden Fall geben. Jo, dann bin wahrscheinlich jetzt ich dran. Ja, genau. Also ich glaube, die negativen Punkte setze ich mal erstmal nochmal ein. Das ist die Automation und echt zu wenig Speicher. Das verstehe ich nicht. Und ich hätte auch gerne etwas mehr Auflösung. Also 64 Steps wäre schon nicht falsch, weil das konnte die 808 auch schon. Aber die Performance, die USB-Anbindung finde ich echt super. Also das macht richtig Spaß und ich hoffe auch, dass dann da noch andere TRs kommen. Ich mag die 707 zum Beispiel sehr gern, was zwar niemanden interessiert jetzt, aber das ist wäre toll. Und da wird auch noch was kommen, das ist so versprochen. Das mit dem Sound, also von Roland, können wir niemals erwarten, dass sie je irgendwann analoge Klangerzeugung machen, damit rechne ich. Ich könnte mit dem Sound leben. Das finde ich also ganz okay. Mit diesen Abstrichen, die man so hat zwischen digitalen und analogen. So, und meine Bewertung ist, was ich richtig toll finde, ist diese Effektsätze-Geschichte und dass man, was wir jetzt nicht gezeigt haben, dass man die auch mal eben umschalten kann, wie so Snapshots. Dann hat man hier unten so 8 leuchtende Tasten und schaltet die eben um. Und dann kann man dann ganz schnell einen anderen Effekt reinhauen und eben nur so einen kleinen Akzent, Delay auf die Snare draufschmeißen oder auf die Hi-Hat jetzt mal eben und dann irgendwann wieder raus, weil ist ja eine Lauflichtmaschine, kann man ja dann auch so im Vorhinein. Also nicht um den heißen Brei herumreden, das führt dann dazu, dass sie dann 4 Punkte hat und eine Tracht Prügel kriegen muss von ihr dafür, weil die heißt ja auch so. Ja, vielen Dank, Mogulator, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir die TR8 von Roland anzuchecken. Super fürs Mitmachen, danke. Ja, ich muss sie ja leider wieder zurückschicken, du nicht. Ich nicht, ich kann es mir aber noch überlegen. Aber bis dahin sage ich, make more music with Music Talk. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.